Auch wenn Wien als eine der gemütlichsten Städte der Welt bekannt ist, wird im digitalen Untergrund fleißig an der Zukunft gearbeitet. MM Flash hat die spannenden Entwicklungen der vergangenen Monate zum Anlass genommen und für Sie die interessantesten Gründer der Hauptstadt interviewt. Den Anfang unserer neuen Serie machen Armin Wals und Matthias Wolf mit ihrem Startup Firstbird. Firstbird ist kurz gesagt eine Mitarbeiterempfehlungsplattform. Das heißt, wir stellen Unternehmen das zur Verfügung, damit sie schneller und einfacher ein Mitarbeiterempfehlungsprogramm in ihrem Unternehmen einführen können. Das heißt, eigentlich ihr Netzwerk nutzen können, um zu rekrutieren und neue Mitarbeiter zu finden. Bei Empfehlungen ist immer der ganz zentrale Punkt, wie motiviere ich meine Empfehler? Und die meisten setzen hier eigentlich nur auf finanzielle Prämien. Das heißt, man zahlt Geld für eine gute Empfehlung. Es sagen aber eigentlich jegliche Studien, dass Geld nicht alles ist bei dieser Motivation, wie auch sonst im Leben. Und wir arbeiten daher auch mit vielen anderen Motivatoren, viel mit spielerischen Gamification-Elementen, viel mit Kommunikation, Transparenz, sozialen Aspekten. Die Firmen können die Software als webbasierte Lösung monatlich zum Beispiel quasi sich einkaufen, zahlen eine Setup-Fee von einer gewissen Höhe und dann abhängig davon, wie groß das Unternehmen ist, eine monatliche Lizenzgebühr. Es gab doch keine. Ja. Also ich glaube, das allergrößte Problem war, eine DVR-Nummer zu erhalten. Und sonst natürlich die klassischen Probleme, Geld zu finden, sich zu organisieren, selbst den Tag zu organisieren, was als Startup ja erstmal was ganz anderes ist, weil man nicht von oben vor Ziele und Aufgaben vorgegeben bekommt, sondern auf einmal selbst das alles sich überlegen muss. Als wir gestartet haben mit der Idee, gab es außer im amerikanischen Raum eigentlich keinen. Und jetzt kommen gefühlt monatlich ähnliche Konzepte, was uns aber auch ein bisschen zeigt, dass es der richtige Weg ist. Einfach, dass man mal sein Handy und seinen Laptop einfach mal weglassen kann, sich in Ruhe vielleicht auch in den Zug setzt, ohne Internetverbindung einfach mal was liest und sich auf eine Sache konzentrieren kann, weil sonst am Laptop, wenn ich nebenher, dann habe ich drei Newsseiten auf und überall poppen Dinge auf. Da konzentriere ich mich einfach nicht auf was. Das ist, glaube ich, man kann sehr fokussiert Inhalte aufnehmen. Das ist sicherlich ein großer Vorteil.